Hallo, ich bin Alex. Ich bin Mediendidaktiker, Lehrer, Vater von drei Kindern, Pfadfinder und ziemlich reiselustig. In diesem Talk möchte ich für Offenheit und Mut beim Lernen und Lehren plädieren. Lernen ist wie eine Reise antreten. Man muss planen, sich vorbereiten und sich darauf freuen. Wenn man selbst noch nicht so überzeugt ist, braucht es jemanden, der einen motiviert, für das Ziel begeistert und beschreiben kann, wie schön es sich anfühlt, wenn man oben auf dem Berg steht oder auf das großartige Gebäude schaut oder mit den Delfinen im Meer schwimmt. Und wenn es dann losgeht, muss man sich freimachen von festen Erwartungen und offen für Neues sein. Vielleicht braucht es auch einfach mal den Sprung ins kalte Wasser. Offen sein, neue Wege gehen und erleben, wie die Reise einen verändert. Wenn man sich auf Neues einlässt und dabei lächelt, erlebt und lernt man am meisten. Reisen und Lernen ist eine Haltungsfrage. Selbst wenn vieles schief geht, man den Bus verpasst, es regnet oder man sich am Sonnenschutz Splitter in die Hände rammt, alles schon erlebt, entscheidet die Haltung, ob man gerne auf die Erlebnisse zurückschaut und man etwas für die Zukunft gelernt hat. Das gilt genauso für die Reiseleitung. Die Ziele sind vielleicht vorgegeben und selbst hat man sie schon so oft angesteuert. Aber jede Lernende auf der Reise hat andere Vorerfahrungen und bringt andere Fragen mit. Und jede Zeit hat vielleicht ihre eigenen Transportmittel und Werkzeuge, um die Reisenden angemessen ihre Ziele erreichen zu lassen. Die einen brauchen mehr Schokoriegel auf dem Weg und für die anderen kann die Wanderung nicht lang genug sein. Und am Ende kommt es aber für alle darauf an, was man erlebt hat und wem man begegnet ist. In welchem Land das war und was genau man eigentlich gemacht hat, ist dann vielleicht auch egal. Was heißt das jetzt für uns? Ich träume davon, dass wir Lernende mit auf die Reise nehmen zu den Inhalten, von denen wir begeistert wie von einem fernen Land oder tollen Ort um die Ecke erzählen können. Dass wir selbst sagen, wartet, ich weiß es selbst nicht genau, aber lasst uns gemeinsam losgehen und schauen, wie der Weg sein wird. Jetzt gerade herrscht die Corona-Pandemie über uns und da ist vielleicht unser gemeinsames Ziel, einfach mal mit anderen Mitteln gemeinsam auf dem Weg zu sein. Vielleicht erreichen wir nicht jeden Ort, der auf der Karte eingezeichnet ist und auf unserer Liste steht, aber ganz bestimmt haben wir eine ganze Menge gelernt. Vielleicht sogar mehr fürs Leben, als uns der letzte benotete Test weitergebracht hätte. Um nachhaltig dazuzulernen, braucht es Erfahrungen und Erlebnisse, an die sich Erinnerungen anknüpfen lassen. Lasst uns mit dieser Zeit die Erinnerung verknüpfen, dass wir vieles ausprobiert, manches losgelassen und trotz anderer Bedingungen ganz viel dazugelernt haben.